Du tropfst ein bisschen. Oh mein Gott, alles läuft unten raus. Ich kann mich gleich hier hinlegen zum Schlafen. Bin einfach durch. Lass mich in Ruhe, nur weil du jetzt schlecht drauf bist. Nachdem das Zelt abgebaut und alles zusammengepackt ist, geht es weiter. 50% on und 50% offroad. Dieses Mal werde auf jeden Fall ich vorfahren, weil ich tue mir einfach leichter mit ihr. Wenn die kippt, dann habe ich eine Chance, sie aufzufangen. Wenn die Teneré kippt, dann kippt sie halt einfach, gerade wenn wir aufgepackt sind. Das erste Stück Offroad konnte man eigentlich schon fast als normale Straße betiteln, aber dafür war es landschaftlich sehr, sehr beeindruckend. Hey. Ich dachte, Johannes staubt, aber... Nach einer sonnigen Mittagspause geht es gleich wieder einen Berg nach oben, nämlich zum Schotter Teil 2. Leider hat es auch in dieser Gegend in den letzten Tagen viel geregnet und die gesamte Strecke war mit Pfützen in den unterschiedlichsten Tiefen gespickt. Das sind voll die tiefen Löcher. Oh, fuck, warte.
Jo, das habe ich nicht kommen sehen. Ich habe mein Visier offen. Ja, aber mein Visier ist so dreckig. Ist auch nicht gut, wenn ich es zumache. Hast du ein Bild gemacht? Nee, ich habe schon ganz viele Bilder gemacht. Okay. Tut mir leid, ich konnte erst da hinten irgendwo stehen bleiben. Muss ja nicht laufen. Hm? Muss ja nicht laufen. Wer? Ich. So. Muss ja nicht laufen. Ja. Nein, du. Hast Gut. du ausgemacht oder was? Nee, ich weiß nicht. Ich glaube, du hattest beim Fahren ausgemacht. Nee. Dann ist die Verbindung abgebrochen. Also es wird aber fallen noch ein gutes Stück steiler als das da. Schön. Mhm. Heben wir es auf? Wo bist du? Hm? Hier hinten, wieder das gleiche Spiel. Aber bist du eigentlich nicht am Topf gelegt? Ja, ich schaue gerade. Hier? Ja. Eins, zwei. Es ist dieses kleine Biest schwer. Ich weiß es nicht. Wir werden sehen. Ja, Tatsache, steht eigentlich ganz gut. Ich nehme sie. Also du musst dir den Weg selbst raussuchen. Das hin her. Was denn? Warte. Passt's? Warte, du kannst ja weiter rüber. Ich kann dich hier halten. Ja, dann halt mal. Ich kann mich nicht halten. Halt mehr. Halt viel mehr. Okay, mehr. Bist du wieder? Stehst du wieder? Ja. Okay, ich sammel dich wieder auf. Oder soll ich, warte, lass mich ein bisschen vorgehen, ich nehme dich von weiter oben auf. Ich sammle dich auf. Okay. So ungefähr? Ich bin einfach straight da hoch. Einfach Augen zu und durch hoch. Ja. Klar. Das ist tatsächlich sinnvoll, das habe ich auch gemacht. So. So einer bist du. Dankeschön. Versuch dich irgendwann aufzustellen und mit Geschwindigkeit durch. Stell dich hin.
Hannes? Ja. Jawohl. Aber da wäre das Türmchen. Ja. Das mag Stevie jetzt gar nicht mehr sehen, okay. Okay, dann links weiter. Hier sind Wanderschilder. Jo. Okay. So. Ich traue diesen Löchern nicht mehr. Da waren jetzt schon ein paar zu tiefe mit dabei. Ich mag das nicht. Ja, aber nee. Dann lass einmal so ein ganz großes Loch da sein, wo dann in der Mitte nochmal irgendein fetter Stein drin liegt. Voll toll. Ich würde rechts bleiben. Lass mich in Ruhe, nur weil du jetzt schlecht drauf bist. Warte, ich nehme dich auf. Rechts geht's hier auf jeden Fall besser. Da macht es auf jeden Fall erstmal einen Absatz rein. Ja. Du tropfst ein bisschen. Oh mein Gott, alles läuft da unten raus. Okay, weiter geht's. Ah, warte, jetzt kann ich mal mein ABS ausschalten. Okay. Jo. Das Loch war so tief, das habe ich gar nicht gesehen. Da schaut sie, schau nur. Ei. Und von Schotter nun zu einer kleinen Straße. Jetzt hat Farmer wieder die Reifen sauber. Ist auch voll die süße Straße. Es war seit vor ein paar Jahren noch Schotter. Dann zu einer größeren Straße. Du musst mir sagen, ob da frei ist. Okay. Ah ja. Nö. Ich glaube, das ist dem Pferd geschuldet. Und jetzt zu einer noch größeren Straße.
jetzt noch so 20, 30 Kilometer. Insgesamt noch circa 100 Kilometer. Weil wir haben erst jetzt danach geschaut, wo der nächste Zeltplatz wäre. Und das war ein bisschen blöd. Weil, ja, wir müssen jetzt erst einmal nochmal um den See rumfahren und dann wieder hinten in den Tal rein. Und das dauert ein bisschen. Das heißt, wir werden da erst gegen Abend, wenn die Sonne schon untergegangen ist, dorthin kommen. Und ja, jetzt versuchen wir erstmal, dass wir den Offroad-Teil noch im Hellen machen können und danach auf der Straße ist ja eigentlich dann wurscht. Jetzt muss halt nur noch der Campingplatz offen haben. Auf jeden Fall bin ich echt fertig. Ich weiß nicht, ich könnte mich gleich hier hinlegen zum Schlafen. Bin einfach durch. Ich hoffe, dass der Offroad-Teil nicht zu gar wird. Kommt gerade wieder eine Kutsche. Sehr cool. Überall sind hier Kutschen. Die meisten haben sogar Kennzeichen mit dran. Der jetzt nicht, aber ich kann schlafen. Wir haben es gestern noch zu einem Zeltplatz geschafft, so um 10. Der hat sogar ganz coole Hütten hier. Allerdings waren die nicht frei. Wir haben nicht ganz verstanden, warum die nicht frei sind. Also haben wir unser Zelt halt einfach aufgestellt und auch heute haben wir jetzt festgestellt, warum die nicht frei sind. Weil anscheinend irgend so ein Kinderausflug hier ist und die haben tatsächlich jede einzelne Hütte besetzt. Das sind so viele. Naja, auf jeden Fall wollten wir hier jetzt 2 Tage bleiben, um uns diese Holzklöster noch in Ruhe anzuschauen. Jetzt regnet es hier durchgehend. Was an sich kein Problem wäre, aber im Regen schon aus dem Zelt rausgehen und dann im Regen aufs Motorrad draufsetzen, ist ekelhaft. Naja, wir schauen jetzt auf jeden Fall trotzdem dahin. Auf jeden Fall erstmal zu einem Supermarkt und dann höchstwahrscheinlich zu den Klöstern und dann schauen wir, wie der Tag so sich weiterentwickelt. Jetzt regnet es gerade wieder. Eine rumänische Familie hat uns dann noch zu einem weniger besuchten Ort gebracht, mitten in einem Wald mit vielen Felsen und Höhlen. Das war wirklich beeindruckend.